Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Hey Manu, einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir. Guten Morgen, Stefan. Auf den Start in eine neue Woche. Genau. Schau, ich habe dir etwas mitgebracht. Hörst du es? Und zwar, weißt du, warum das ist? Eine der häufigsten Beschwerden, die wir bekommen für Schall und Rauch, ist, dass du dich zu wenig durchsetzt beim Reden. Also, sie formulieren das zwar anders, ja, genau, und sagen, dass ich dich zu häufig unterbreche, aber eigentlich kommt das aufs Gleiche raus. Darum hast jetzt du den Buzzer hier. Und wenn ich dich einfach wieder unterbreche und dir ins Wort falle, darfst du machen Jack. Okay, ja, ich fühle mich sehr verstanden. Ich fühle mich sehr verstanden. Ja. Aber das liegt einfach daran, dass dein Ego Grösse vom Kanton Graubünden hat, oder? Und darum bringst du nicht übers Herz, mit einem Gedanken zu warten. Das ist so ein bisschen Delayed Gratification, weißt? Das sind so die Kinder, die Marshmallows in die Schnarre stoppen. Du kannst einfach einen Gedanken, wenn du einen guten Gedanken hast, kannst du nicht warten. Ganz hinten, ja, genau. Ich muss das jetzt sagen. Du kannst das auch als Kompliment nehmen und sagen, du bist einfach ein sehr inspirierender Gesprächspartner für mich. Exakt, genau. Ich bringe dich auf die richtige Erleuchtung. Voll. Ein gutes Weekend gehabt. Hey, grossartig eigentlich, ja. Was heisst grossartig? Ja, irgendwie. Haben Sie Dinosaurier gefunden, oder? Nein, aber wir haben mal richtig. Es war sehr ruhig. Ich habe sogar mehrere Stunden können lesen. Cool. Freundin von uns, von mir und der Frau, hat. Was? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Was hast du gelesen? Roberto Simonowski, so ein Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker. Ein mega geiles Buch über Todesalgorithmus. Was Berechnung vom Todeszeitpunkt? Nein, über künstliche Intelligenz. Und man nennt den Algorithmus, den man in selbstfahrende Autos einbaut, nennt man Todesalgorithmus, wie quasi du musst. Das Auto, du musst es so programmieren, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Lastwagen entgegenkommt, muss das Auto entscheiden, weiche ich nach links aus und überfahre die zwei alten Männer, die gerade über den Fußgängerstreifen fahren, oder nach rechts und überfahre eine schwangere Frau, oder gefährde ich den Insassen selber und so. Und das sind so, du musst es dann wie programmieren im Voraus, und das schafft natürlich massive ethische Probleme, oder? Ja, Stefan. Netztheologen, die auch zu diesem Netzwerk HEAT gehören, okay, die zwei, haben gerade eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema aufgenommen. Ohne Scheiß? Ja. Ah, mega geil. Mhm. Muss ich unbedingt hören, weil das habe ich so interessant gefunden. Ja. Was du da für ethische Probleme kannst aufzeigen und kannst zuspitzen. Also, ich finde das total spannend. Jetzt bist du aber gerade eigentlich am Erzählen gewesen, ja, von deinem Wochenende. Also ich genieße es, dass ich ausreden kann, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Therapiesitzung. Wir müssen uns, glaube ich, noch einschwingen, oder? Ja, das Wochenende, genau. Ich habe gelesen, wir hatten Familienzeit, ich habe im Garten ein bisschen gearbeitet, dann hat der Frau noch, was war es, wie heissen jetzt die Sträucher, die im Frühling so gelb blühen? Was? Sträucher, die im Frühling gelb? Ja, so gelb blühen. Shit, ey. Gelb? Das ist so schlimm. Rhododendron? Nein. Aber das ist ein geiles Wort. Egal. Ja, Rhododendron, den habe ich eben vor zwei, drei Monaten schon ausgegraben. Ja. Genau. Und jetzt habe ich einen anderen ausgegraben. Forsythien. Oder? Geht sicher auch. Du bist schon kein Hobbygärtner, gell? Ja. Jedenfalls sehr gechillt. Und gestern Abend haben wir dann noch einen Spieleabend gemacht. Was haben wir gespielt? Wir haben eine Art, es heisst Hotel Tycoon. Das ist so eine Abwandlung von Monopoly. Kenne ich aber er hat so 3D-Gebäude, ja, die man draufstellen kann. Das so. Ist mega cool. Ja. Ja. Es ist gut, obwohl ich muss aber sagen, es ist viel aggressiver als Monopoly. Ja, irgendwie. Es ist, und diese Familie, eben die Kinder sind hyper gewesen, und meine Frau hat alle abgezockt und so. Es ist so ein bisschen, und hat mir dann einmal so, weißt du, so snobistisch irgendwie so eine 100er-Nötli angeschossen. Komm, nimm. Sei da, okay. Du bist ja bald bankrott und so.
Aber es ist gut gegangen. Aber ich finde schon, also ich muss mich wahnsinnig reinschicken in so Spiele. Okay. Ich finde das fürchterlich. Wenn ich höre Spielabend, das ist für mich so in der gleichen Kategorie wie Achtung, es brennt. Da habe ich gerade so Fluchtreflex. Du musst einfach rennen. Spielabend. Du musst egal was. Ja, ich finde es schlimm. Nein, also jetzt zum Beispiel, wir machen oft auch mit Freunden zum Jassen ab. Wir jassen sehr, sehr gerne. Ah. Ja, nein. Unsere Kinder die jassen mit Begeisterung. Die spielen Schach. Der Luan ist ein Sohn, der spielt Schach mit Begeisterung und spielt gut. Okay. Also ich denke, er spielt besser als ich inzwischen. Oder? Und ich bin einfach, ich weiß nicht, da kannst du mich, je einfacher, desto besser. Uno mache ich noch gern. Das ist so. Aber die komplexen Spiele, die dann 2,5 Stunden und dann, jetzt bist du Aktion. Du musst jetzt die Aktionskarte, aber die gilt nur, wenn du in der Ereigniskarte, die Runde vorher, hast du dort ein Grundstück kaufen und das bestücken mit 7 Getreidekarten. Und wirklich. Ja, nein, das verstand ich. Das kann ich wirklich gut verstehen. Aber ich habe sehr gerne so Spiele, weißt, die nicht hektisch sind. Also ich vertrage zum Beispiel nicht so, kannst irgendwie dein 3 legen, aber du musst sie jetzt gerade legen. Ja, sonst hat der andere schon irgendetwas gemacht. So, dann komme ich so voll in das Ding rein. Ich finde solche Spiele gut, wo man so etwas trinken dazu und wo einfach gemütlich sein. Du, jetzt läutet gerade mein Telefon. Können wir schnell eine Pause machen? Nur ganz kurz. Selbstverständlich. Alles gut. Ja, ich habe gedacht, ich könnte jetzt da so ein Zwischen-, Nummern-Girl, weißt du, das Unterhaltungsprogramm in der Pause rauffahren. Ja. Genau, wo sind wir gewesen? Ja, so Wochenende und Spiele und so. Wir haben das nicht so gehabt, das Wochenende, weil wir haben einfach unsere Kinder können den Grosseltern mitgeben, die an See sind. Ja, und haben einen Serienmarathon hergelegt. Nein. Ja, voll. Also, ich muss auch sagen, vielleicht ist das auch ein Zeichen von einer reifen Beziehung. Jetzt zum ersten Mal auch getrennt. Also was? Franziska mit einer Serie, ich mit einer Serie. Ja. Okay. Sie hat irgendwie The Handmaid's Tale angefangen. Oh ja, oh, die und sie ist voll in dieser Serie und hat wie nicht mehr können switchen auf etwas anderes. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, die richtig zu schauen, weil ich den Trailer gesehen und vom Jay von Hossa Talk mir immer gesagt, das musst du unbedingt schauen. Es ist eigentlich so eine evangelikale Dystopie, oder? Es ist ja eigentlich. Das geht doch dort darum, dass die Welt übernommen wird von so ganz einem rigiden System, ja. Oder? Wo, Jesus Gott, das ist so cringeworthy. Okay. Und du, was hast du geschaut? Ich habe Dings fertig geschaut, das Damen-Gambit. Habe ich fertig geschaut und nachher habe ich Krieger geschaut. Kennst du das? Krieger ist eine mega geile Serie, aber also wirklich ziemlich krass. Es geht so irgendwie um Typen, die aus dem Krieg sind zurückgekommen. Der eine ist erschossen worden und nachher infiltriert der andere irgendwie so eine Drogengang. Und es ist einfach alles so emotional ziemlich belastend, aber mit sehr viel Gewalt. Aber wo? Auf Netflix? Auf Netflix, okay. Krieger. Ja, du meinst Barbaren oder so? Barbaren schauen wir natürlich auch. Das schauen wir natürlich. Ja, natürlich. Nein, natürlich. Das Barbaren ist auch geil. Ehrlich? Ja, Barbaren ist so ein bisschen wie ein Trost, dass es kein Viking mehr gibt. Aha. Okay, gut. Und ich habe so, bei Barbaren hat man irgendwie noch ein schlimmeres Guilty Pleasure-Gefühl, weißt du, als bei den Vikings. Ja. Weil dort ist wirklich so ein bisschen das Problem, man denkt, dass man jetzt das gleichzeitig mit etwa 20.000 Nazis streamt, oder? Die das nicht geil finden, wie Germanen im Teutoburg Wald Römer zu Sau machen und so. Ah, ja. Okay. Ist ein bisschen schwierig. Okay. Man muss das einfach ausblenden, dass andere Leute es nicht sehen sollten und sich gleich schauen. Hey, für mich, ich finde das so komisch. Ich habe den Trailer gesehen und ein bisschen reingeschaut und dachte, ja, jetzt rein vom Stil her, ich habe das ja gern, weißt, so Schlachten und ja, voll. Und das Blut spritzt und so. Aber
Hey, ich weiss nicht, ich habe einfach Mühe mit deutschsprachigen Serien. Es ist ganz komisch, weil überhaupt nicht viel realistischer, wenn die würden Englisch reden, wäre es ja auch nicht, es wäre ja auch, sag jetzt mal, historisch völlig unkorrekt. Also, aber für mich ist irgendwie, ich habe mich als Englisch, als Filmsprache daran gewöhnt, dass wenn jetzt, natürlich wenn ein Film in Deutschland spielt, dann ist dann logisch, oder? Aber wenn so eine historische Serie dann plötzlich die Leute Deutsch reden, ja. Was wirklich noch gut ist jetzt bei dieser Serie, ist, dass die Römer konsequent Lateinisch reden. Ah, das ist aber geil. Also die reden wirklich Latein und nachher wird es einfach übersetzt. Ist auch ein bisschen anstrengend, weil halt musst du mitlesen. So gut ist mein Latein jetzt eben nicht. Ach so, dann sind es wirklich Germanen, die Deutsch reden. Germanen reden Deutsch. Ja. Aber was tatsächlich stimmt, und ich schäme mich fast ein bisschen, das zuzugeben, es hat so, für mich war so im ersten Moment wie war, Bildspruch, alles ist super an dieser Serie, aber ich habe so mein Gefühl gehabt, irgendetwas ist so ein bisschen billig dran. Mhm. Und ich glaube, es war das, dass ich das Gefühl hatte, das ist ja gar nicht synchronisiert. Komisch, oder eigentlich? Strange. Du, Wahlen. Jesus. Ja, Jesus spielt auch eine wichtige Rolle in diesen Wahlen. Oh man, hey, ich bin mega gespannt. Es ist so ein Affenzirkus. Ich habe jetzt wieder ein bisschen so, ehrlich gesagt, ich habe es nicht mehr so intensiv verfolgt, weil einfach die Polemik finde ich so ätzend zum Teil. Aber ich habe meine Comedians wieder mal ein bisschen durchgeschaut. So Trevor Noah und Stephen Colbert und so. Und ein bisschen, wie heißt der, John Oliver. Und dann kommst du so ein bisschen mit, über was so läuft. Oder? Es ist ja unglaublich, wie also, scheint, haben sie Umfragen gemacht, 70% der Amerikaner empfinden die Zeit der Wahlen als unglaublich stressvoll. Also sagen sie, freut sich, wenn es vorbei ist, wie das ein signifikanter Stressfaktor ist in ihrem Leben. Oder? Was ich sofort glaube, oder? Wenn du so eingenommen wirst, auch medial von dem und alle probieren, weißt du, alle reissen da die rum und probieren, deine Loyalitäten zu gewinnen und so. Und das ist natürlich für alle Kuchen anstrengend. Und der Dreckgeschäft auch irgendwie. Gell? Und hast du jetzt mitbekommen, was war es? Ich glaube, vor zwei Tagen ist ein Wahlkampfbus von Joe Biden abgedrängt worden. Ja. Ja, von so Trump-Jünger. Und das FBI ermittelt jetzt. Und was macht der Trump? Er twittert und schreibt, die haben gar nichts falsch gemacht. Stell dir das mal vor! Ich meine, es gibt eine offizielle Untersuchung, die noch kein Resultat hat. Und der Präsident sagt einfach, die haben gar nichts falsch gemacht. Yeah. Das ist irgendwie so ein Rudelverständnis. Also, weißt du, irgendwie so der Putin mit seinen Wölfen, oder wie die heißen, und der Trump irgendwie mit seiner kleinen scheiß Neonazi-Gang. Das ist schon einfach hure krank. Hey, es ist so übel. Und auch wie. Also, ich meine, ich hatte ja mal erzählt, von einem guten Freund aus den USA, der wirklich sagt, sie bereitet sich auf bürgerkriegsähnliche Zustände vor. Also, wo sagt, es ist so gut wahrscheinlich, eigentlich müssen wir fast hoffen, dass der Trump noch mal gönnt, weil er einfach nicht wird friedvoll abtreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Leute mobilisiert, die diese Wahlen nicht akzeptieren oder zumindest keinerlei ein Gegengewicht gibt. Er müsste ja eigentlich seine leidenschaftlichen Befürworter müsste er können zurückpfeifen, wenn er verloren hat. Ja, aber das wird er nicht machen, das ist ganz klar. Und ich glaube, man darf es wie nicht überschätzen auf der einen Seite. Ich glaube nicht, weißt, dass das jetzt wahnsinnig viele Menschen sind, wo nachher dann irgendwelche Gouverneure wollen führen und irgendwie so etwas machen. Aber man muss auch sehen, es braucht auch gar nicht so viel von denen. Ja. Oder? Also ich meine, so, das kennen wir vom islamischen Terrorismus. Es reicht, wenn du 10 Knallköpfe hast. Ja, sicher. Die können einen riesen Schaden verursachen. Ja. Oder? Und mit solchen Sachen, finde ich, muss man schon rechnen. Das kann gut sein. Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, nachher von Bürgerkrieg zu reden. Ich habe übrigens wirklich so jetzt echt schon fast ein religiöses Erlebnis gehabt. Ich habe einen Podcast gehört, «Okay, America». Und dort haben sie einen langen Ausschnitt gezeigt von einer Trump-Rede jetzt wieder. Yeah. Hey, und das ist so krass gewesen. Es war so, wie du wirst in eine richtig gute Zeit zurückgebeamt. Du hörst jemandem zu, der so eine rhetorische Kraft hat und eine intellektuelle Brillanz. Und
Es ist irgendwie wirklich so, es hat echt etwas Erhebendes gehabt. Ich dachte, oh Mann, Alter, du könntest mich gerade wieder mobilisieren. Sagst jetzt du von einer Trump-Rede, oder? Nein, nein. Habe ich gesagt Trump? Du hast gesagt Trump. Oh, Scheiße, nein. Nein, Mist. Mist, nein, nein, nein. Nein, ganz übel, ganz übel. Nein, natürlich nicht Trump, sondern Obama. Ah, Obama. Obama-Rede. Ach so. Weißt du, wo einem wieder daran erinnert hat, wie es mal war und so ganz fest den Glauben zum Ausdruck gebracht, hätte ich können das wieder sein. Also, jetzt habe ich schon gedacht, what the fuck, nein, aber ich weiß schon, brillant. Nein, ich weiß genau, warum ich auf Trump bin. Das ist einfach, weil er im Prinzip wie ein anderes Make America Great Again hat gehabt, der Obama. Ja, ja. Und ich habe so gedacht, hey, wieso schafft es die Partei nicht? Also die ganze demokratische Partei schafft es nicht, uns jemanden mit so einem Charisma, mit so einer Art wieder zu präsentieren. Ja, ja. Sondern man hat nachher, also jetzt wirklich, ich meine, natürlich hoffen wir alle auf Joe Biden, das ist ja klar. Ja. Aber niemand hofft eigentlich auf Joe Biden, sondern wir hoffen einfach alle, dass der Trump nicht gewählt wird. Und das macht mich so skeptisch. Ich bin nicht sicher, ob man wirklich eine Wahl gewinnt, weißt, indem man einfach jemanden nicht mehr will. Ja, yeah. Ja, und das, also ich also es ist auch, keine Begeisterung, oder? Kennst du irgendjemanden, der sagt, hey, Joe Biden, das ist der, wo wir jetzt immer drauf gewartet haben? Also ich verstehe es auch nicht, dass sie jetzt da wirklich nochmal so einen dass sie ihn ins Rennen schicken. Ich kann es auch nicht fassen. Der Typ ist, also weißt, ich habe ihn einen guten, auch als Vizepräsident mit dem Obama zusammen. Die sind wirklich ein Dreamteam. Okay, der ist mega sympathisch gewesen. Und ich glaube, der hat auch etwas auf den Boden gebracht. Aber jetzt ist er einfach nochmal älter und irgendwie er macht einfach keinen wahnsinnig agilen Eindruck. Ich verstehe es nicht, dass sie jetzt gegen den Trump nur so ein, das ist so ein bisschen, ist auch ein bisschen ein moderater Kompromiss. Lösung irgendwie, wo man sich dahinter stellen kann, aber wo das eigentlich niemand wirklich begeistert ist. Oder? Also, ich weiß es nicht, ob es lange. Ich habe ja ein Ding gepostet von Jonathan Pye, der ist ein britischer Comedian, sehr, sehr, verbal sehr, sehr, sage jetzt mal, ausfällig, aber brillant. Und er hat gesagt, es wird genau das Gleiche wieder passieren wie vor 4 Jahren. Also einfach die Umfragen eine völlig andere Richtung zeigen, wie die meisten Leute sagen, ich will mir die Schmach öffentlich nicht geben, zum Trump zu stehen. Aber wenn sie dann im Voting Poll sind, wenn sie dann im Kabinett sind, dann machen sie das Kreuz dann gleich beim Trump, oder? Ich weiß es eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so stimmt. Ich habe das Gefühl, die Leute, die wirklich wollen, dass Trump gewinnt, wissen, dass es ihm wahnsinnig schadet, wenn du jetzt bei Vorbefragungen sagst, dass du ihn nicht wählst. Weil das hat ja immer so etwas ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Also wenn ein Kandidat nachher so ein bisschen angezählt ist und schlechtere Ergebnisse hat, dann springen auch noch mehr andere ab. Das ist ja so ein Effekt, den man hat bei diesen Vorwahlbefragungen. Ja, aber das ist ja, hat ja vor 4 Jahren eben wirklich nicht gestimmt. Es haben alle, ich meine, die haben sogar Zeitungen schon gedruckt mit der Hillary auf dem Cover. Und es hat wirklich nicht gestimmt. Es haben viele Leute... Hey shit, das ist so schlimm. Ich weiss es noch, an dem oben dort, habe ich noch zu Emilia gesagt, du gehst jetzt ins Bett und wenn du morgen aufstehst, dann hat Amerika eine Präsidentin. Ja. Und dann siehst du, dass alles möglich ist. Für Frauen auf dieser Welt. Und ich bin dann irgendwie eine unruhige Nacht und bin so um 4:30 wach geworden und bin auf den Fernseher geschaut und dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist alles einfach, das kann nicht sein. Nein, es ist mir genauso gegangen. Also das sind ja alle, die ganzen Kommentatoren und so, die sind alle komplett vom Kopf geschossen. Die haben kein Wort mehr gehabt, weißt du? Und dann weiss ich noch, ist so die mega Hoffnung gekommen. Also es hat so wie 2 Reaktionen gegeben. Das eine war so wie, wir haben irgendwie alle gemerkt, oh, wir leben in Bubbles und bekommen die echte Welt gar nicht mit. Yeah. Und die Linke hat sich zerknirscht. Und hat gedacht, oh Gott, oh Gott. Und das andere war ja so, dass man sofort hat gesagt hat, ja gut, Hillary Clinton, die hätte man ja nie wählen können. Die ist einfach scheiße. Das hat man ja immer schon gewusst. Ja. Also denke ich, ja, aber ey, Leute, die haben sich ja aufgestellt. Also die hat sich ja dort durchgesetzt. Also, das ist ja irgendwie nachher auch unfair gewesen. Ich bin irgendwie, ich habe es ganz, ganz schräg gefunden, was nachher ist abgegangen. Und das Schlimmste habe ich so gefunden, es hat eine ganze Elite gegeben von Kommentatoren, von Berufsjournalisten, die sofort haben angefangen zu erklären, ja, der Mann wird jetzt am Amt wachsen. Ah ja. Ja, ja.
Also man hat wirklich behauptet, der Trump hat zwar ist ein Quereinsteiger, aber der wird sich dort einfügen. Ja, ja. Sie haben ja dann auch alle immer beobachtet und gesagt, er benimmt sich jetzt schon presidential. Wie übersetzt man das? Genau. Präsidial. Er benimmt sich jetzt schon so, weil er bei der, so gewisse, er hat mit hohlem Rücken hat er da irgendwie seine Wahl angenommen und so. Und dann haben alle gefunden, man merkt jetzt kommt etwas Staatsmännisches, genau, wo man immer drauf gehofft hat. Und irgendwie, ich weiss doch auch nicht, zwei Tage später hat er angefangen mit den unterirdischen Tweets und ganz alle Scheiße gemerkt. Ey. Nein, und auch die Webseite, die er doch dann hat aufgeschaltet hat. Er hat ein Kampagnenteam gehabt mit, was wird er machen in den nächsten 4 Jahren. Und es sind einfach so Sachen drauf gewesen, wie wir fliegen auf den Mars, weißt du, und so Zeug. Wo du denkst, hey, aber fuck, kann es wirklich sein, dass jetzt irgendwie so ein Typ, der tickt wie ein Vierjähriger, das Land regiert? Und für das muss man sagen, ist ja dann, also wirklich, ich will gar nicht verharmlosen. Ich meine, so die ganze Einwanderungspolitik, das, was er hat gemacht mit den Dreamers, Familie, die er auseinandergerissen hat, das ist unverzeihlich, das will ich gar nicht relativieren. Aber er hat keinen Weltkrieg angezettelt, es ist keine Atombombe los. Ja, ja. Das ist eigentlich noch besser, als man hätte vermuten können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was wahrscheinlich der Trägheit des Systems zu verdanken ist, wo der jetzt an dieser Stelle einmal etwas Gutes hat. Weißt, dass du auch als Präsident du musst dich durchsetzen in allen möglichen Kammern, Senat, Kongress und so weiter. Du hast Gegengewicht. Du kannst nicht einfach jede Furzidee gerade direkt zur Umsetzung bringen. Und das hat auch etwas Gutes in so einem Fall, oder? Wenn einer so impulsiv wie. Mindestens so lange so gesehen wie der Oberste Gerichtshof. Ja. Noch einigermaßen ausgeglichen war. Das wird jetzt vielleicht schwieriger. Ich weiß es nicht. Ja. Was ich so erstaunlich finde, ist, was in der evangelikalen Bubble abgeht. Weil es ist ja logisch, eigentlich können Evangelikale den Trump nicht mögen. Also so sein Locker-Room-Talk, sein ganzes Lebenswandel funktioniert ja nicht. Jetzt habe ich aber mitbekommen, es gibt quasi so eine neue These zum Gottes eingesetzte Regierung doch noch rechtfertigen. Und das ist so die Kyros-Idee. Ja, gell? Ja, voll. Ja, voll. Also, dass man quasi sagt, okay, er ist eigentlich nicht unser Mann, aber er ist Gottes Werkzeug. Mhm. Also, quasi gegen seine eigene Intention schafft Gott mit ihm das Gute. Genau. Er ist auserwählt. Das ist die Gedankenfigur aus dem Jesaja-Buch, wo irgendwie der Kyros, der Perserkönig Kyros, beschrieben wird als Instrument Gottes. Ohne dass er es weiß oder so, hat Gott den Kyros gebraucht, zum Volk Israel irgendwo wieder, was hat er gemacht? Wieder, ja, nein, man hat wieder den Tempel können aufbauen können, genau. Dank ihm. Und also, er hat auch mitfinanziert. So hat Gott einen heidnischen König gebraucht und genauso wird Gott den Trump brauchen. Das sind so die Erklärungsmuster, oder? Und das ist ja doch recht faszinierend. Ich habe mir jetzt aber überlegt, wenn sie jetzt irgendwie so einen evangelikalen Megapastor gäbe, weißt, der so richtig, richtig Einfluss hat, dann könnte er ja etwas Hurengeiles machen und einfach sagen, und darum, weil wir auf den Kyros vertrauen, liebe Leute, gehen nicht wählen. Aha. Ja, nein, ich meine, er hat irgendjemand Kyros gewählt. Das war ein Schicksal, das Gott selber gebracht hat. Man könnte es ja auch so drehen und den Evangelikalen jetzt erzählen, dass man von dieser Wahl gerade aus Glaubensgründen eigentlich muss fernbleiben, weil ja sowieso Gott alles lenkt. Ja gut, ich weiss nicht, ob die Masche für dich ziehen würde. Es wäre eine Idee wert, aber ich glaube... Ich fände es hure geil. Nein, weißt du hättest dann so wie ein Sieb einfach dumpf backen, die meinen, dass die ganze Welt eh determiniert ist und alles vorherbestimmt ist und Gott sowieso alles regiert. Die könntest du dann so von einer Wahl abhalten, was jetzt in diesem Fall total hilfreich wäre. Ja, aber eben, es ist ja witzig, dass die Haltungen oft sehr inkonsequent sind. Also, dass man das, haben sie ja auch Umfragen gemacht und gesagt, ja, also, eben, wenn der Trump Gottes Werkzeug ist und quasi, dann wird Römer 13 zitiert, man muss der Obrigkeit gehorsam sein, dann hat man dann gefragt, ja, was ist denn, wenn jetzt der Biden kommt? Ja, dann müssen wir aufstehen, dann müssen wir in Opposition gehen, dann müssen wir die Wahl boykottieren. Ist schon schlimm. Dann denke ich, ja, aber dann könnte man sagen, er ist auch eingesetzt worden und ja, Gott wird jetzt mit ihm seine Geschichte weiterschreiben. Genau. Nein, auf keinen Fall. Ja. Aber letztendlich ist das ja schon etwas, das eine krass faschistische Mentalität ist. Also da muss man jetzt mal
ganz ehrlich sein, oder? Also das so zieht ein, ja, letztendlich alles auf einen Führerstaat hin, so eine Ideologie. Wenn, ja, ja. Wie du hast kein kritisches Korrektiv mehr. Genau. Also weißt, wenn du jetzt so denkst, Calvin oder so, der ja, ja auch einen krassen Determinismus im Denken drin, ja, hat, oder? Und so sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist, macht ja, ja alles mit. Aber der entwickelt gerade im nächsten Kapitel nachher Kriterien, was denn so jemand muss machen, der so einen Staat leitet. Mhm. Und du kannst doch nicht irgendwo auf der einen Seite sagen, mhm, jawohl, das ganze Ding ist irgendwie Gottes Plan, aber dann sagst du, ja, das ist völlig unbeobachtbar. Weil das ist ja, dann denkst du ja eigentlich auf, dass du überhaupt verstehst, was Gottes Wille wäre. Mhm. Ja, und aber dann kannst du eigentlich gerade aufhören mit Gott. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist zum Teil ist es theologisch verbrämte Selbstdurchsetzung einfach. Das ist wie, das ziehen die Leute ja eben, wie ich gesagt habe, das ziehen die Leute ja dann gleich nicht durch. Sie können dann gleich sagen, Obama, not my president und so. Den haben sie dann auch nicht als gottgesetzten Führer von Amerika akzeptiert, sondern viel haben Mühe mit ihm oder mit der Hillary, wenn sie gekommen wäre, dann hätten die Leute das auch nicht so, weißt, einfach still Schicksalsergeben hingenommen, sondern dann, ich glaube, das ist letztlich ein theologischer Versuch, zum sich und seine Anliegen durchzusetzen. Ich glaube, das ist eben das Gefährliche an theologischen Begründungen für alle Arten von Regierungen oder von Machtverteilungen, ja, dass man immer zwei Standbeine hat, oder? Also man kann immer sagen, ja, das ist jetzt eben der schlechte König. Und schaut, was mit Israel passiert ist, ja, wo der König nicht Gottes Willen umgesetzt hat. Und dann nachher der grösste Klon König wird, ja, aber halt irgendwie gegen Abtreibung ist, dann kannst du sagen, Kyros. Ja. Ja, das ist schon, ja, noch, ja, geil, oder? Aber das heisst, im Prinzip schafft es Theologie nicht, irgendwie orientierungsstiftend sein im evangelikalen Milieu in den USA im Moment, oder? Sondern es ist, ja, eigentlich einfach eine Legitimation von etwas, wo man vernünftig nicht mehr legitimieren kann. Ja, ja, gut. Also das ist natürlich jetzt auch eine Interpretation, aber ich denke schon... Ja, alles ist, ja, immer eine Interpretation. Ich denke... Lass mich mit dem abbrechen. Genau. Das führt nie mehr hin. In zwei Tagen sehen wir es oder morgen schon. Ich glaube nicht, dass wir so schnell sehen. Ja. Ich sage, beim nächsten Schall und Rauch, wo wir aufnehmen, haben wir eine Ahnung, was passieren könnte. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es dann einen Präsident gibt. Du, ja, schon? Ja, ich weiß es nicht. Man wird sehen. Man es wird sehen. Auf jeden Fall noch Scharmützel geben. Genau, aber euch allen wünschen wir ganz eine gute Woche. Spannende Wahlnacht. Eben, ich glaube, das Jahr schaue ich sie nicht. Mm. Weil nicht damit zu rechnen ist, dass wir am Morgen viel schlauer sind. Yeah. Aber ja, bleiben wir guter Hoffnung. Macht's gut. Macht's gut. Ciao zusammen. Du bist so ein Affe. RefLab.